Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Minecraft Together Staffel. Und ja, Jenna und ich stehen hier zwar nebeneinander, aber das heißt nicht, dass wir uns lieb haben oder so, weil es gibt ihm jetzt nämlich noch einen dritten im Bunde. Dessen Namen man auch überhaupt nicht sieht. Nee, bei mir sieht man den nicht. Bei mir sieht den nicht. Bei mir sieht man nur ein dezentes N und ein G. Was könnte das sein? Tja, wir lösen das Geheimnis. Warte mal kurz. Nein. Hau ab! Hallo. Oh, da ist er. Hallo? Was stehst du denn so hinter mir? Ja, ich wollte die eigentlich wegschlagen, damit man Marco sieht. Ja. Aua! Ja, jetzt haut die mich! Aua! Aua, jetzt! Lass mich Ruhe! Ich kann so nicht kämpfen! Wie gesagt, ich bin der Marco Hexi mit 40 Gaming und ich mach jetzt einfach mal mit. Ja, und wir kennen dich ja. Ach, deswegen konnte ich dich nicht schlagen, du blöde Kuh. Ja, hab ich auch gerade gemerkt. Nee, Cheaterin! Aua, Marco! Lass mich in Ruhe! Ja, okay, wir fangen ja mit 0 an. Ja, achso, und ich wollte noch eben eine kleine Sache zeigen. Wir haben nämlich hier ein paar Änderungen vorgenommen und ich habe eigentlich meinen heißgeliebten Shader wieder, aber einen anderen. Und ich wollte hier was zeigen. Wir haben hier noch nämlich einen hübschen Mod drauf und zwar More Creatures. Hallo, ihr kleinen Löwen. Und das ist ja nicht der einzige Mod, den wir haben. Nee, da sind auch Ziegen. Oh ja, die mag ich auch gerne. Das ist nicht der einzige Mob, ja, da gibt's auch Ziegen. Ja, okay. Lass mich in Ruhe. Wir haben den Deko-Mod. Und zwar haben wir dann noch einen Dekorationsmod. Aber dazu seht ihr garantiert irgendwann später mal. Ja. Ja, das dauert noch, bis wir da. Und die Mods listen wir in der Videobeschreibung auf. Ne? Machen wir? Ja genau. Einfach. Ist das Akazienholz, was wir abbauen? Ich glaube ja, ne? Mhm. Ich stelle mal eben kurz den Mehrspiel-Chat aus, weil er mich irgendwie nervt. Und, als Zuschauer, ihr dürft gerne. Mein Handy hat gepiept. Ihr dürft gerne. Das ist professionell, Marco. Ja, sehr professionell. Ihr dürft gerne Vorschläge machen, welche Mods wir sonst noch hinzufügen könnten. Oder meint ihr nicht? Ja, also wir werden, glaube ich, ab und zu mal ein paar Mods wechseln oder so. Also gut, ich habe eine Koffer-Bank, lass mich mal eine Koffer-Bank reicht ja für uns, glaube ich, ne? Miezi! Lass die Miezi in Ruhe. Miezi! Hallo! Erstmal eine Ich schenke dir einen Setzling. Ich kümmere mich um Steinabklopperei. Ich mach das gerade. Dann helfe ich dir, Jenna, du kümmerst dich um das Holz. Was? Abbauen. Oder oben sich Kohle! Hallo, ihr Pferde! Hier wird vorerst der Mineneingang. Wollen wir uns in unser Anfangshaus nicht da oben auf dem Berg errichten? Können wir gleich machen. Nicht wundern, wenn meine Stimme so ein bisschen komisch ist, weil es immer noch ein bisschen weg, weil ich ein bisschen krank war. Na, ich bin, glaube ich, eher krank. Hallo, Pferdchen! Hallo, Mietchen, hallo, Pferdchen! Ah, ich bin aber auch ein bisschen irgendwie krank. Wir sind YouTuber, wir müssen krank sein. Ja. Um sowas zu machen. Wir machen ja nichts anderes, ne? Also das Gute ist, ich habe Fackeln gefunden. Das können wir uns in der Nacht den Weg erleuchten. Fackeln habe ich gefunden. Kohle habe ich gefunden. Wie kann ich eine Fackel finden? Kohle. Oh Gott, die Gronk-Nachmacherei. Das gibt's ja nicht. Wieso Gronk-Nachmacher? Wir, mit unserem einzigartigen Gesang, da machen wir doch keinen Gronk nach. Wer ist das denn? Cover macht ihr, ne? Ach, scheiße. Ihr covert das Lied. Klar. Das sind Covern. Oh, Ziegen! Oh, hab ich auch schon gesehen. Wo ist mein Messer? Mäh. Oh, Jenna, komm mal kurz her zu dem Löwen! Guck mal, da ist auch einer mit drin, eine richtig schöne Mähne, aber das habe ich vorher noch nie gesehen. Also das habe ich schon gesehen. Das ist wohl der Babbo, ja. Der Babbo, der König der Löwen. Ja, kriegst du. Oh, kriegst davon nur Leder. Was soll ich mit einer Spitzhacke? Ja, kannst du schon mal eine Spitzhacke. Okay, damit kannst du mehr anfangen. Hier. Kannst du Dino ärgern. Mhm, da hinten. Was? Hier. Hallo. Das da. Jenna. Andere Seite. Schon der erste Kill. Ja, bitte. So. So professionell, wie wir auch sind. Nein! You Cyber! Nein! You Cyber, Witch! Genau. So professionell, wie wir auch sind, haben wir schon alles abgeschlossen. Die hat angefangen!
Marco hat angefangen. Marco hat mir das Schwert gegeben. Ja. Der kommt jetzt dran. Bleib stehen! Ich hau dich mit dem Weich. Wie ich sagte, so professionell wie wir sind. So, Jella, jetzt bist du dran! Haben wir schon alles nicht abgesprochen. Nein! 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 Schön, dass sie so doof sind. Marco! Ja, der Scheiße, ne? Ja. Hört auf, euch gegenseitig zu töten. Ja, ich hab auch so in die Löwen geschlagen. Ach, was mach ich? So. Ich sehe doch nicht aus wie ein Löwe. Okay, ich hab zwar auch eine Mähne, aber... Ja, du und deine Mähne, ey. Ja, meine Mähne reicht dir. Du bist höchstens so bissig wie ein Löwe. Ja, ja. Und so eine Kämpfernatur. Ich bin bissiger bin ich. Also ich glaube, ich habe vor den Löwen weniger Angst als vor dir. Das glaube ich auch. Wie wäre es, wenn sich jemand auf die Suche nach Essen macht? Ja, ich mach Suche. Was war das denn für ein komisches Geräusch? Ich mach mich auf die Suche. Nur so ganz dezent. Ich baue hier gerade Stein ab von der Wand. Kann man Ziegen essen? Nee, die geben nur Leder. Die geben... Komm hierher, Fischi. Oh, Zebra. Ja. Mann, der Zebra, dieses doofe Zebra lacht wie eine Hyäne, oder wie die Dinger heißen. Ja, ne? Hyäne, kennst du doch. Nein. Weiß nicht, was eine Hyäne ist? Nein. Zeig ich dir nachher mal ein Bild von. Okay. Monster Hunter, was für ein Achievement bekommst du denn hier? Ja, ich habe einen Creeper getötet. Oh, ein Fuchs. Pferde bringen kein Essen, habe ich gerade ausprobiert. Vogel. Ja, das war aber klar. Ja, das ist klar. Bist du? Oh, komm! Ich habe Zuckerrohr gefunden. Ich habe einen Löwen gefunden. Ja, nichts Neues. So. Also, Schnecke, kann man Schnecke essen? Komm, Schnecke kann man essen bestimmt, ne? Boah, ist jetzt Franzose oder was? Die Schnecke hält 4 Schläge mit dem Steinschwert aus. Ruckler. Also, Spinnenweben haben wir nicht. Gibt's hier keine Fische irgendwie was, an die man killen könnte? Wie viel FPS habe ich denn? Hm. Nee, ich glaube nicht. Oh Mann, ich kann nicht mehr rennen. Leute, sucht was. Ich kann auch nicht mehr rennen. Also, was macht man da? Wir haben Verrecken. Ich kann auch nicht mehr rennen. Ja gut, haben wir schon gleich... Oh, eine Raupe oder was? Vogel bringt ja nichts, ne? Eine Fliege. Ich habe eine Fliege gefunden oder eine Biene oder was das ever ist. Ich sammle schon mal ein paar Samen für später, aber leider bringt das gerade eher wenig. Ja, ich hab den Zuckerrohr. Wenn wir Kürbis finden, können wir Kürbiskuchen machen. Finde ich hier keine Tiere. Okay, wir bräuchten noch Eier. Ja, das ist schon ehrlich jetzt. Also wir haben zwar hier ein paar Mol-Creatures-Tiere, aber keine Tiere. Da musst du... Seid ihr? Ich bin oben auf dem Berg. Irgendwo auf dem Berg und... Hilfe! Ich bin vom Ziege angegriffen! Oh. Kommt her, ihr Dreckziegen! Ich geh mal zur Workbench. Und wo wollen wir denn jetzt eigentlich das Haus aufbauen? Weil ich glaube, wir sollten jetzt lange... Ja, wir sollten etwas zusammenkloppen, sonst sind wir leichte Beute. Ja, wollen wir ansonsten erstmal für die Nacht einfach so ein Haus bauen, oder? Ja. Ich bin der Meinung, dass wir ihn auf dem Berg bauen sollen. Da, wo wir, da, wo ich die Kohle abgebaut habe. Weißt du, Jenna, wo ich meine? Mhm. Vielleicht da? Ja, ist das? Ja. Ich hätte nur gerne eine Fackel oder so, um was zu sehen. Warum hat hier niemand eine Fackel aufgestellt? Ja, Nido, du hast eine Kohle hier gehabt. Dann kommen wir jetzt bitte zum Berg. Und ich bin halt nicht so schnell. Hat einer was zu essen? Ja, genau, Marco. Wir haben geilste Essen. Frage, die es gibt. Ach, Marco. Und ich bräuchte eine Schaufel. Jenna, kommt ihr jetzt mal bitte? Boah, Entschuldigung, dass ich jetzt halt hier nicht so schnell bin. Mein Gott. Ich sehe ja schon Enderman. Ich auch. Die Welt regeneriert gerade ein bisschen bei mir. Alter, ich sehe ein Enderbaby. Was für ein Baby? Nee, der wackt bei mir nur im Boden fest. Die leuchtet bei mir. Ja, da. Bitte eine Fackel. Ach, wir haben auch, da habe ich Kleid drauf, also wenn man Fackel in der Hand hat, leuchtet ja, das. So. Okay, soll ich hier oben bauen? Oh Scheiße. Ja, ich würde mal sagen, hier oben ist, glaube ich, ganz in Ordnung für den Anfang, oder? Mhm. Immer noch halbwegs geschützt. Ein Feuerzeug habt ihr nicht zufällig, oder? Nee. Aber dann könnte ich die Blätter abfackeln. Jenna, ich glaube, du musstest mein ganzes Holz eingesammelt haben, als ich gestorben bin, weil ich hab's nicht im Inventar.
Muss ich erstmal hier durch den Wald durch. Nicht. Oh shit. Dann liegt das da irgendwo unten noch. Oder ich hab's, ich weiß es nicht. Jenna, wie viel Holz hast du noch? Ich hab. Hast du alles bearbeitet? Hallo. Oder hattest du noch Ruhe? Ich hab noch etwas Holz. Reicht das für eine Kiste, damit ich meine Sachen da eben reinpacken kann, um zu gucken? Ja, klar. Wo ist die Workbench denn? Ach, eine Kiste oder zwei? Erstmal eine. Pack ich da eben meine Sachen rein, dann kann ich... Ja. Mach mal auch alles unnötig. Bisschen Kohle. So. Und hat noch irgendjemand, eine Axt für mich? Hey, die Fackeln brauche ich. Eine brauche ich zumindest. Ja, warte. Hier. Weil ich muss ja das Haus beleuchten. So. Achso, willst du hier die Bäume? Was ist, was ist das denn für ein Vieh da hinten? Hier bitte, Schaufel. Ey, Leute! Ich baue mein neues. Leute! Hm. Hi! Komm mal her! Nö. Guck mal da unten. Seht ihr auch da diesen Krieger stehen? Ja. Ja. Wie, okay. Wie hoch wolltet ihr, dass ich sterbe? Sehr hoch. Wo ist denn die andere Ah, da hinten ist die andere Kuh. Der hat doch auch ein Schwert. Ich hab auch nur drei Herzen. Ja, du wirst sterben. 90%. Oh mein Gott! Gib mal lieber die Axt da. Wasser! Dann können wir uns die Arbeit aufteilen. Okay. Aua! Ich hab eine Biene. Ah! Ich sprung genau neben den. Ich hab Knochen gekriegt. Anscheinend ist es ein Skelett. Nein, Rad. So, ich schau mal, ob ich hier irgendwo gerade mein Holz rumfliegen sehe. Ich hatte hier rohes Holz verloren. Boah, du olle Miezekatze, hör auf zu nerven. Ja, ich meine dich. Problem damit? Oh Gott, diese Biene geht mir so derbe auf den Sack, ey. Ich töte diese Biene jetzt, wenn ich die sehe. Weil ich habe das zuletzt hier irgendwo. Ist jetzt weg, glaube ich. Hoffe mal. Alle Bäume hier auch weg, ne? Ja. Ich glaube, das Holz ist schon verschwunden, leider. Ja, Jenna? Ja? Da fliegt ein Teufelspferd durch die Lüfte. Durch die Lüfte? Ja! Hier ist ein Schwert, hier ist Richtung Wüste. Du siehst mich doch mal in der Leuchte, oder? Wo ich leuchte? Hier den Weg? Du musst da gucken, wo das Berg runtergeht. Hier habe ich gerade irgendwo ein Pferd gesehen, was Flügel hatte. Hm, sehe ich nicht. Vielleicht ein Ja, mein Schwarzer. Nee, Schmidt. Och, gucke mal. Oh, das ist. Oh, ich habe gestern. Hilfe! Nein! Eine Information für die Zuschauer. Wir haben uns jetzt nicht sehr gut vorbereitet. Nicht Wieso? Genau geguckt, was alles im Mods drin ist. Achso, das meinst du eher? Ja, also wir haben etwas reingeguckt. Ja, aber wir wollten ja trotzdem noch so einen kleinen Überraschungseffekt drin haben. Genau. Ja. Ah, das ist verständlich. Und warum Aua. Bist du blödes Hottehü eigentlich im Laub drin? Hau ab! Ich hab's gefehlt. Oh, gerade so. Ich habe auch noch ein halbes Herz. Ich töte mich gleich mal eben. Nee, ich töte nicht mal. Mhm. Das mache ich auch, wenn ich kurz vorm Sterben bin. So. Du kriegst irgendwie mal auch den Hungertod. Und ich schleppe auch wieder einen neuen Monster an, weil die Fackel bin ich nicht so schlau. Meine Idee. Rettet die Fackel. Rettet das Schwert. Die erste Folge kann immer ruhig ein Stück länger sein, ne? Ja. Aber was macht das Pferd im Baum, wenn ich fragen darf? Ja, das lassen wir erstmal, falls du drum versteckt. Der steht als Achso. Ich nenn's Wendy. Hallo Wendy. Alter, die. Jetzt geht die Wendy-Sache schon wieder los. Und ich möchte später auch gerne einen Oink haben. Nein! Ja. Oink war so lieb. Ja. 20 Minuten würde ich mal sagen, ist okay. Ja, 20. Ich läute mal hier ein bisschen aus, damit wir besser arbeiten können. Au. Oh. Ist Hungerschaden? Entschuldigung. Ah, da ist die Biene. Töten! Ich hab die Ziege gefunden. So, Ziege hat sich verabgemäht. Verabgemäht? Ja, die hat keine Schaufel mehr. Ich bin gerade dabei, welche zu machen. Mein Gott, haben wir schon viel Arbeit. Au! Nimmt aber 30 oder 60 FPS auf? 30. 90. Wow. 90? Ja, ich habe es bei Fraps eingestellt, also man konnte da. Ja, aber bei uns stellen sich 60 ein. Doch sinnvoller. Na, mach ich gleich um. Ja, ab der nächsten Folge. Jupp.
Nö, ich mach 30 Mal, bis es vollkommen ausgereift ist. Muss natürlich was Besonderes haben. So. Ja. Also gut, bis hierhin haben wir schon mal eine Fläche erschaffen. 60 FPS braucht bei mir mehr Speicher, aber der Aufwand ist zumindest bei mir nicht so groß. Dann lasse ich das erstmal. Ein paar Leute sagen, dass 60 FPS, wenn die da das Video gucken, dann wird dann irgendwie so schwindelig oder so. Ganz komisch. Ja, weil es noch nicht richtig ausgereift ist. Ne, ich glaube, das ist einfach nur ungewohnt, so ein flüssiges Bild zu sehen. So. Gut, ich mach mir noch mal. Ja, ich mach mir auch gerade eben noch eine Axt. Ach, das. Oh! Benna hat sich erfolgreich gekillt. Da war ja was! Was ist meine Axt da? So, ich tu mal. So. So. Und so. Da kommt die angeschlendert. Jenna, war es nur mal so als Frage, war es vielleicht geplant von dir, dass du da die Holzstämme so gesetzt hast? Ja, würde ich mal behaupten. Wenn ja, habe ich gerade Mist gebaut. Warum? Nix. Du hast schon genau das abgemacht, was Jenna gesetzt hat. Hat irgendjemand meine Dinge aufgesagt? Ja, der Nido. Hat er nicht wiedergegeben, unverschämt. Der klaut dir einfach alles und... Ja, warte, ich will... hier, pack das mal wieder hin. Immer eben kurz 2, 3, 4. Ich hab Äpfel in meiner Tasche gefunden! Ja, die hab. Ey, das sind meine! Ja. Haben wir eingenommen. Die los unverschämt, ne? Und mein Schwert und so? Das Schwert hier hab ich. Ja, ich geh mal gucken, ob ich irgendwas zu fressen finde. Du kannst ja meinetwegen gerne die Schaufel von mir haben. Soll ich, Mauerstück hier dazwischen machen oder so? Hier, ganz normales Holz. Kannst du machen. Okay. So. Okay. Oh, hier ist... Ja, du bist Architektin. Wo sind die Bauarbeiter? So, ich pack mal das ganze Holz, was wir hier, was ich noch in meine Tasche habe, packe ich mal hier alles mal mit rein. Kann sein, dass du das Akazienholz weiterverarbeitet hast? Ja, das habe ich aber schon bevor ich, Ja, nee, weil ich hatte ja noch unbearbeitete. Ich hatte 40 Stück unbearbeitete. Nein, ich habe das nicht mehr bearbeitet. Okay. So, dann schauen wir mal. Okay. Ich habe hab Aufnahme, also zu Beweis. Ja, ich habe die Dinge schon gefunden. Oh, hier hüpfen ein paar Grashüpfer rum. Auch sehr schön. So, aber bloß, wo finden wir Essen? Weil nämlich die Rate für normale Tiere ist echt niedrig gerade. Denkst du? Ja, denke ich. Oder weißt du es? Ups. So. Ich sehe hier nur Ziegen rumlaufen. Keine Schweinis, keine Kühe, rein gar nichts. Oh, ein Fuchs. Was für Holz benutzt du, Marco? What does the fuck say? Eichenholz? UAK, ja. Ork. Also Eichenholz muss das sein. Dieses ganz normale. Was hier überall liegt. Ist. Ja, ja. Wir schnappen jetzt einen Papagei! Komm her, du! Komm her, du! Marco? Ja. Du weißt schon, dass wir auch eine Tür brauchen. Ja, ich weiß, aber ich habe keine Axt mehr. Nilo, du kannst ja schon mal Sandfarmen gehen. Ich habe deshalb extra hier. Ich hab kein Dings mit. Damit man noch rausspringen kann. Ich hab dir doch die gelassen. Marco, ich glaube, da ist nämlich ein Fehler unterlaufen bei deinem Mod. Ich glaube, ich kann mich mal erinnern, dass Gronk auch mal das Problem hatte. Also und dafür. Also nicht Markus Mod, das ist ein Mod. Nicht Markus Mod. Marco hat ihn nicht erfunden. Was der Schweizer hat's erfunden. Ja, aber dass man da einstellen kann, wie hoch die Spawnrate der Tiere sind. Da muss man gucken, glaube ich, wie hoch die Spawnrate von den Kühen und so sind. Weil ich sehe hier gerade überhaupt keine und ich bin schon weit gelaufen. Pff, ich glaube, das ist immer zufällig, was spawnt, so grob gesagt. Weil ich bin gerade jetzt auch ordentlich ein Stück gelaufen. Ich habe nirgendwo auch einen Huhn bis hin zur Kuh gesehen. Immer nur neue von dem More Creatures Mod.
Ja, aber... Ja, ich weiß nicht. Wo soll der Eingang sein? Irgendwo. Können ja erstmal einen vorläufigen machen. So, jetzt bin ich in der Wüste, oh mein Gott. Soll es zwei Türen oder eine Tür sein? Zwei. Nee, da sind nur Ziegen. Da ist jetzt blöd da. Hier gibt es keinen Mittelpunkt. Hier sind ein paar Grizzlybären, die will ich aber auch nicht. Warte, soll ich das extra vom Mittelpunkt so ein bisschen ab? Dass zum Beispiel hier die Türen sind. Okay. Ja, ansonsten das eine machen. Okay. Ja, so kannst du auch machen. Nee, so kannst du machen, ist gut. Weil da könnten wir... Kannst mal das Holz hier wegmachen. Warte. Da könnten wir hier quasi, bist der Architekt, hier so einen Flur machen und dann hier so einzelne Räume. Mhm. Und hier so ein Treppenhaus am Ende. Eventuell. Oh, ihr habt ja schon was gebaut, sehe ich drauf. Keller oder Etage nach oben. Oh nein, Keller mache ich nicht. Okay, dann mache ich Keller. Habe den ja so... Wahrscheinlich. Tut mir leid, falsches Holz. Vorletzten Staffel noch geplagt. Und was kann ich machen? Und du kannst schön in der Ecke stehen und gut aussehen. Nein, also darf ich nichts bauen? Nein, natürlich darfst du bauen. Du kannst ja schon mal Treppen bauen oder eine zweite Etage. Bist du ein guter Dachdecker? Ja, das kann er. Dann mach mal ein schönes Dach drauf. Geh mal ruhig da oben. Was willst du? Ich hab ein Schwert. Willst du mucken oder was? Aua! Schade, ich hab dich nicht runtergestoßen können. Aua! So, wenn ich jetzt auch runterspringe, bin ich tot. Ich wollte hier das... Aua! Ich hab dich nicht mit einem Schwert gehauen. Na und? Ich glaube, echt futtertechnisch könnte uns echt ein Problem werden. Hm. Meinst du? Ja, weil ich bin echt gerade durch die Gegend gelaufen wie sonst was und ich habe nirgendwo auch nur ein einziges... Jenna, komm hierher! Unser Hungerproblem ist gelöst! Da hinten, in der Ferne! Villager da! Ich... Das war so klar! Scheiße! In welche Richtung? Die andere Seite von der Wüste, ne? Ich gehe da hin, den Rest könnt ihr machen. Ja, ich muss ja... Da ist mein Punkt. Ich will aber mitkommen, Villager-Dorf. Nein! Mein Villager-Dorf, ich hab's gefunden, ich darf's behalten. Der Schweizer hat's erfunden. Wo ist mein... Hast du mein Schwert und so eingesammelt? Nein. Wirklich nicht? Wirklich nicht. Ich komm mal mit. Jetzt kommen sie alle mit. Hä? Hast du irgendwie mein Schwert oder so gesehen? Ich hab nichts eingesammelt. Ich habe gesehen. Gesehen auch nicht, tut mir leid. Oh, AMG! Aber hier leuchtet was. Hier liegt, müsste eine Fackel oder so liegen. Ja, Fackeln liegen hier. Wo liegt mein Schwert? Oh, warum müssen die Dinge dann auch immer so weit weg? Achso, doch, ich hatte ein Schwert. Okay. Das ist kurz im Dorf. Ich klau mal die Öfen von den Dorfbewohnern. Ich bin mal so frei. Boah, bist du fies. Die müssen doch auch irgendwie leben. Oh, Bücherregale. Ich sammle schon mal die Ernte ein. Ja, du bist nicht besser. Meinst nicht? Ausplünderung! Raubzug! Ja, Moment, wir müssen. Nino, ich brauch mein Schwert. Der Nino nimmt das Material wert und du nimmst Klaus die ganze Nahrung. Egal. Verzieh dich. Wir überfallen euch. Ich hab keine. Ihr werdet alle sterben. Da ist auch eine Pyramide! Genau neben dem Dorf. So. Ist ja geil. Ja. Ich auch gerade. Ich gehe in eine Pyramide runter. Okay. Nein, Nilo, du bleibst hier. Warum? Das ist mein Befehl. Das führst du. Hast du immer Angst, dass ich mich in Luft springe oder was? Nein, du kommst erstmal hier zu mir und Jenna. Also Jenna und mir. Und dann habe ich was Wichtiges zu sagen. Ist die Folge schon vorbei? Ja. Warte, ich komme. Wo seid ihr denn? Wir treffen uns bei der Schmiede. Nee, wir treffen uns bei... Wo ist die Schmiede? Wir treffen uns beim Feld. Genau. Welches Feld? In der Nähe von der Pyramide. Bist du blind? Ja. Hier kommt da fast voll Eiserüstung. Alter, was hast du denn gemacht? Warum hast du das? Ich hab die Schmiede geplündert. Arsch, hast du auch irgendwas für uns? Cheater. Ja, hier, Eisenhelm. Jetzt findet das behalten. Marco hat's gefunden. Ja, gut. Aua, lass das! Töten. Jenna, lass das! Nicht töten.
Immerhin ist doch mal gut, ne? Ja, das sagt der Richtige. Du hast mir immer noch nicht mein Schwert zurückgegeben. So. Gemein. So. Den war die. Ja, Norbert sagt auch, du bist gemein. Ja, jetzt schiebt die Nase mir auch noch in die Schuld. Mann, 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 Mann. So. Nachdem ihr euch so schön gestritten habt. Das war bei uns normal, Marco. Das war bei uns normal. Ja. So. Wieso ist Jenna so nett und pflanzt Bäume? Toll. Das Problem ist nur, ich weiß nicht, warum sie Bäume auf dem Feld pflanzt. Intelligenz? Ja, das ist mir neu. Und Jenna, du kannst ja nachher noch Kürbis holen, wenn du willst. Ja. Wenn er sagt, ja, die Dorfbewohner können verhungern, aber die Umwelt ist mir schon wichtig. Ja, allerdings doch. Mein Gott. Na gut, Freunde. Ja, ich hoffe, euch gefällt das neue Projekt, was wir am Laufen haben. Und ja, ich finde es auch richtig cool, dass Marco mit dabei ist. Ja. Auch bekannt als Hex47 Gaming, ne? Mhm. Und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr bei uns in der nächsten Folge wieder einschalten würdet. Nein, irgendwie nicht, nein. Nein, kein Bock. Ich esse eine Karotte. Ja, Jenna bunkert sich schon ein. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.